Ist nicht so verschissen. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين أما بعد diese وصية von dem Imam al-Dhahabi zu einer seiner Gefährten und Freunde ist eine segensreiche وصية. Und diese Wasiyya sagt auch was über den Imam Dhahabi selber was aus. Wie er seine Kontakte pflegt und wie er über Sachen redet, die der Muslim braucht, die ein Freund braucht. Und wie er auch vorbildlich ist in der Nasiha. Und Jazakallahu khairan, der Sheikh Islam, als er angefangen hat mit diesem schönen Anfang von dem Imam Dhahabi, der darauf hingewiesen hat, erstens, dass Ahlul Hadith und Al-Fiqh, die sozusagen, wie sie sein sollten in ihren Eigenschaften und dass man ein Zeichen hat, wie man einen erkennt, der auf guten Wege ist, durch das Loben von den Gelehrten und den meisten von der Umma, wenn sie sozusagen sich einig sind. Das sehen wir schon bei unseren Gelehrten, Alhamdulillah, die Imame in dieser Zeit und auch in der vorigen Zeit, Sheikh Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Sheikh Al-Albani in dieser Zeit oder Imam Sheikh Ibn Baz, Rahmatullah Alayh. Du siehst, wie diese Lobe zu ihnen kommen. Aber trotzdem hatten sie die Bescheidenheit und hatten sie diese Eigenschaften, eigentlich die der Imam al-Dhahabi genannt hat. Und dennoch sagt der Imam, dass man sich nicht täuschen lassen sollte von Lob. Das heißt, die anderen brauchen zu erkennen, wer der Gelehrte ist, durch Lob von den anderen. Und das ist sozusagen eine Sache, die Allah Ta'ala macht in den Herzen der Gläubigen, dass sie jemanden lieben. Woher kommt diese Liebe? Woher kommt diese Anerkennung? Durch diese Rechtschaffenheit und dieses Wissen, was er hat und diese Stellung, die Allah subhanahu wa ta'ala diesen Gelehrten gegeben hat und den sozusagen Imam und so weiter und so fort. Aber für sich ist sozusagen eine wichtige Sache, dass man sich nicht täuschen lassen sollte von dem Lob. Und bis er dann erklärt hat, dass derjenige, der richtige Muslim, der sucht seine eigenen Fehler. Der sucht seine eigenen Fehler. Das heißt, es gibt eine Sache mit seinem Nefs, mit seiner Seele. Er soll nicht mit ihr zufrieden sein. Und sagt er hier, وَلَا يُصَادِقُهَا. Also sollte er diese Seele nicht zu Freund nehmen. Was bedeutet das? Du siehst deine eigene Seele als was? Als ein Feind. Als die Seele, wenn sie natürlich, welche Seele ist das? Man weiß von seiner Seele, sie will die Begierden und die Shahawat folgen und befiehlt ihm das Schlechte, will die Gemütlichkeit, den Schlaf, sozusagen Faulheit und so weiter und so fort. Deswegen sollte man sich der Seele nicht anfreunden. كما قيل المؤمن عن عيوبه فتاش. Ein Mu'min, der Gläubige, der sucht, wie jemand, der mit Lupe sucht, ja, sucht seine eigenen Fehler, sucht seine Macken, ist nicht zufrieden mit dieser Seele. Deswegen sagt hier der Imam al-Dhahabi, فَتَّشَ وَرَاقَبَ ثُمَّ حَاسَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ. Der sucht und der beobachtet. Und dann rechnet er mit sich ab. Macht er mit sich eine Abrechnung, bevor mit ihm abgerechnet wird. Und das erinnert an eine schöne Aussage von Umar ibn Khattab,
radiallahu anhu, der uns ermahnt hat, der hat gesagt, hasibu anfusakum, rechnet mit euch ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Wann wird mit uns abgerechnet? Yawm al-Qiyamah. Aber nutzt das dann was? Können wir was korrigieren? Nicht. Aber jetzt, wenn wir mit uns abrechnen, vor Yawm al-Qiyamah, du zählst deine Taten, du guckst, was du falsch gemacht hast, du tadelst deine Seele, warum habe ich so gedacht, warum habe ich so gemacht. Ah, es gibt jetzt eine Abrechnung, die nützt dir. Warum? Weil du korrigierst deinen Verlauf. Und solange die Seele in deinem Körper ist, hast du immer Chance zu korrigieren. Wenn die deinen Körper verlässt, hast du die Chance verpasst, dich zu korrigieren. Deswegen ist eine wichtige Sache bei dem Muslim, dass er sozusagen mit seiner Seele abrechnet. Und was bedeutet mit der Seele abrechnen? Das gibt es zwei Arten von Abrechnung mit der Seele. Die Abrechnung, bevor man irgendwas machen möchte. Das heißt, wenn du jetzt in deinem Herzen beabsichtigst, etwas zu machen, jetzt kommt eine Abrechnung. Die nennt man Abrechnung vor der Tat. Dass man nicht mit der Tat anfängt, bis man sozusagen eine Waage hat. Ist das zu machen besser als das zu lassen? Das ist eine Abrechnung mit sich. Ja? Und dass man sich sozusagen Gedanken macht. Ja? Wenn das, diese Tat sozusagen nach deiner Abrechnung mit dir selber und nach deiner Recherche ist zu machen besser als zu lassen, dann macht man das. Ist zu unterlassen besser als zu machen, dann unterlässt man das. Dann macht man das. Auch Al-Hassan sagte hier bezüglich dieser ersten Art von Abrechnung, sagte Rahimallahu Abdan, وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. Also möge Allah SWT mit demjenigen barmherzig sein, der bei seinen Vorhaben, seiner Absicht, seiner Wille stehen bleibt und sich vergewissert, wenn er weiß, das ist für Allah. Das heißt, der hat Ikhlas bei dieser Sache und weiß, das ist etwas, was Allah liebt und zufriedenstellt, dann geht er. Aber wenn er weiß, das ist nicht für jemanden außer Allah, dann stoppt er. Ja. Und das braucht man, um Disziplin zu bekommen in Ikhlas und zu gucken, was Allah zufriedenstellt. Die zweite Art von Abrechnung, wie man mit sich abrechnet, das ist nach dem Haram, nachdem man was gemacht hat. Ja? Und was wir heutzutage brauchen, ist viele Abrechnungen, die noch offen sind. Viele Abrechnungen, die noch offen sind. Wenn man eine Tat gemacht hat, dann rechnet man mit sich ab, was man alles in diese Tat sozusagen nicht vervollständigt hat. Wenn wir mit unseren 5 Gebete anfangen, du hast Isha gebetet. Was war in dieses Gebet nicht vollständig? Du hast deine Mutter besucht. Was war bei diesem Besuch falsch? Wie war mein Ton? Wie war mein Verhalten? Du brauchst eine Abrechnung. Ja? Dann als Beispiel, dass du auch abrechnest mit dir bei jeder Tat, die du gemacht hast, wo eigentlich die Tat zu unterlassen wäre besser als das zu machen. Da brauchst du auch eine Abrechnung mit dir. Wo du dir sagst, hätte ich das lieber gelassen. Ja? Wie rechnet man mit sich ab? Also was kommt in deine Rechnung, wenn du jetzt mit dir abrechnest? Ja? Was soll in deine Rechnung kommen? Als allererstes deine Pflichten.
Wie sind meine Pflichten? Werden die Pflichten gemacht? Und wenn sie gemacht werden, werden sie nach der Sunna des Propheten gemacht? Und wenn sie nach der Sunna gemacht worden sind, waren sie rein für Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind alles Sachen, wie man mit sich abrechnet. Dann wechselst du nach den Pflichten auf die Verbote. Was mache ich mit dem Verbot? Was sozusagen habe ich sozusagen gemacht in der Nacht, am Tag, die Blicke senken und andere Sachen. Ja? Guck mal auf die Verbote. Dann auch, wenn man gute Taten hat, die man, die nicht zu Pflichten sind, aber die man eigentlich regelmäßig macht. Ja? Halte ich mich daran. Da guck man. Qiyam al-Layl, der Prophet Muhammad, als er einen loben wollte, der nur wenn er nicht sagen, dieses Qiyam al-Layl unterlassen hat. Ja? Das heißt, wenn man eine gute Tat angefangen hat und bleibt dabei, dann sollte man sich auch tadeln und mit sich selber rechnen, ob man dran bleibt und das macht. Ja? Und auch, was eine Handlung von Salaf gewesen war, ist, dass man abrechnet mit einzelnen Körperteilen. Eines Tages hat man Abu Bakr gesehen, dass er seine Zunge festgehalten hat. Und war seine Zunge am Tag. Ja? Warum? Weil der Prophet Muhammad hat gesagt, das ist die Zunge, die am meisten einen im Höllenfeuer bringt. Das heißt, rechne auch mal mit deinen Körperteilen ab. Deine Zunge, deine Hände, was die rausgeeilt haben. Deine Finger, die drücken und so weiter. Die schicken. Deine Füße, wo sie hingehen. Dass du denkst, was haben meine Füße gemacht? Hat Allah zum Teil mir diese Gesundheit gegeben, diese Füße gegeben, damit ich zu dem Ort und zu dem Ort gehe? Dein Bauch, was da reinkommt. Ja, sonst mit deinen Körperteilen gucken, kontrollieren, was falsch gemacht wird. Das gehört zu Abrechnen mit sich, mit seiner Seele. Ja. Und wichtig bei der Abrechnung, wenn man mit sich selber abrechnet, dass man sich zwei Fragen stellt. Wofür ich die Tat mache? Und auf welche Art und Weise? Das heißt, du rechnest mit dir ab, nach dem Ikhlas, ob du deine Tat für Allah subhanahu wa ta'ala machst und nach der Befolgung des Propheten Muhammad subhanahu wa ta'ala, ob das der Sunna, mit der Sunna übereinstimmt. Ja. Und eine nützliche Aussage von dem Sheikh Abdurrazzaq al-Badr, Hafizahullah, sagte er, das Abrechnen mit sich selber ist sozusagen noch mehr ernster zu nehmen und sollte man noch extra mehr machen in Zeiten von Fitna. Weil in Zeiten von Fitna, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht diese Selbstkontrolle hat und die Abrechnung mit sich, dass er sofort sich wieder zurückbringt auf den Weg, bevor man in eine Fitna gerät, wenn man nicht auf sich aufpasst, dann könnte man schon in eine Fitna geraten. Fitna, die vielleicht deine Religion wegnimmt. Fitna, die dich in sozusagen einen falschen Weg bringt. Deswegen, wo Fitnen passieren, Fitna von Frauen, Fitna von Geld, Fitna von sozusagen Schubuhat, Scheinargumente und so weiter und so fort, da muss man auf sich aufpassen und mit sich mehr abrechnen. Dann sagt der Imam al-Dahabi, rahimahullah, sagte, fettisch wa raqaba, thumma hasab nafsahu, qabla an yuhasab, thumma saddad wa qarab. Saddad wa qarab, das heißt, der Prophet hat gesagt, saddidu wa qaribu. Dass er den Ziel versucht zu treffen, dass er das Gute trifft. Wenn es nicht das Gute trifft, das Richtige trifft, dann beabsichtigt durch seine Beabsichtigung und Bemühung, das Richtige zu treffen, dass er nah an das Richtige bleiben sollte. Und, weil es sei'ati janab, also
der trifft das Richtige und bleibt nah an das Richtige und vermeidet die Sünden. Das ist sozusagen das Ergebnis von der Abrechnung mit sich selber. ثم أكثر من الاستغفار. Und dann vermehrt er von den Istighfar. Warum kommt auf unsere Zunge kein Istighfar? Weil wir nicht mit uns abrechnen. Wenn du jetzt eine Rechnung machst, mit dir eine Rechnung, wie viel Istighfar würde von deiner Zunge kommen? Du weißt, was du gemacht hast. Ja? Deswegen, das hat eine schöne Verbindung mit das, was bei sozusagen der sagen, Teil von dem Sheikh Islam gewesen war, als er gesagt hat, derjenige, der sich täuschen lässt von dem Lob der Leute und der weiß, das, was er sozusagen, wozu er gelobt wird, ist nicht zutreffend auf ihn. Ja? Das heißt, der hat sich selber getäuscht an sich, anstatt was? Anstatt mit sich selber zu rechnen. Und anstatt dann dieses schöne Ergebnis mit, von Abrechnung mit sich selber, dass er dazu führt, dass er sehr viel Istighfar macht und Allah um Vergebung bittet. Ja? Und das ist eine schöne Verhalten von Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Als er gelobt wurde, was hat er gesagt? Allahumma firli ma la ya'lam. O Allah, vergib mir, was sie nicht wissen. Direkt hat er an sozusagen das gedacht, was die Leute nicht sehen können. Ja? Also die denken über mich etwas, so, mach mich besser als was sie denken. Ja? Und sozusagen sollst mich nicht dazu, dafür zur Rechenschaft ziehen, für das, was sie über mich sagen. Ja? Er hat gesehen, dass er mit sich selber nicht zufrieden ist. Und so ist der Muslim. Der soll mit sich selber nicht zufrieden sein, sondern sollte seine Nefs, seine Seele als Feind sehen. ثم أكثر من الاستغفار ومقت نفسه في الله. Also das Ergebnis von mit sich selber zu rechnen ist, dass du viel um Vergebung bittest, weil du weißt, dass du was Falsches gemacht hast, dass du nicht zufrieden bist mit das, was du gemacht hast. Und das zweite Ergebnis, du wirst deine Seele für Allah verabscheuen. Und das ist das Gegenteil von demjenigen, der seine Seele liebt und der seine Seele hoch sieht und der sich über die anderen stellt. Ja? Nein, deine Seele verabscheust du für Allah subhanahu wa ta'ala. Und weint wegen seiner Sünde. Weint. Ja? Das ist sozusagen die Folge von mit sich selber zu rechnen. Dass du wirklich entdeckst, was du bist und was du für Macken hast. Und dass du weißt, dass sozusagen dein Fall traurig ist, zum Weinen ist. وَعَمِلَ حَسَنَاتٍ تَمْحُ إِجْرَامَ. Du hast dich jetzt sozusagen entdeckt, was du bist. Und du hast deine Macken gesehen. Und du hast sozusagen schämst dich vor Allah subhanahu wa ta'ala für deine Wirklichkeit, auch wenn dich egal wer lobt. Du weißt, was du für Macken hast. Und dann weinst du über diese schlechten Taten und machst noch gute Taten, um diese, wie der Imam Dhabi sozusagen gesagt hat oder wie er das ausgedrückt hat, ja, temhu ijrama, also das löscht, du machst gute Taten, die dein Verbrechen, ja, löschen. وَكَانَ ذَا نَصِيبٍ مِنْ تِلَاوَةٍ وَذِكْرٍ وَتَصَدُّقٍ بِمَا أَمْكَنَ وَوَصَلَ رَحِمَهُ. Also zusätzlich zu diesen guten Taten, die man
macht, damit man sozusagen seine Sünden löscht, sollte man auch etwas Regelmäßiges machen, was für ihn sozusagen als sozusagen dass er etwas hat, was er sich damit absichern kann und das Gute sozusagen kontinuierlich bleibt. Ja? Deswegen sagt er, kana da nasib min tilawa, dass er sozusagen zu jemandem gehört, zu denjenigen gehört, der sozusagen eine regelmäßige Rezitierung vom Koran zum Beispiel, dass er täglich was vom Koran nimmt und Dhikr, dass er sozusagen täglich Dhikr macht. Zum Beispiel, wenn man Adhkar al-Sabah, Adhkar al-Masa macht, vor dem Schlafen gehen, Dhikr, dass du jemanden zu denjenigen gehörst, die eine Regelmäßigkeit haben in einer guten Tat. Und dass du regelmäßig zum Beispiel Koran liest. Und regelmäßig auch spendest. Weil Spenden, wie der Prophet Muhammad gesagt hat, das löscht den Zorn von Allah. Das heißt, lösch den Zorn von Allah mit deiner Spende. Was du kannst. Spende, was du kannst. Deswegen, als der Prophet Muhammad ein Fakt gesagt hat, dass er die meisten Frauen im Höllenfeuer gesehen hat, hat er direkt eine der besten Lösungen, wie man sich von Höllenfeuer befreit, gesagt. Also spendet, Frauen. Ihr Frauen, spendet. Weil ich habe euch gesehen, dass ihr am meisten im Höllenfeuer wart. Wie waren die Frauen von Sahaba, als sie das gehört haben? Sie haben sofort mit ihr Gold. Das, was sie an Gold hatten, haben sie gespendet. Warum? Weil sie haben die Ernsthaftigkeit von Höllenfeuer erkannt. Und die Gründe, die bei den Frauen sind, was sie zu Höllenfeuer bringen, dass sie nicht die Dankbarkeit zu ihrem Mann haben, viel fluchen. Und das bringt sie, das ist einer der Gründe, warum sie am meisten in Höllenfeuer landen. Dafür sollte man spenden. Ja? وَوَصَلَ رَحِمَهُ, das heißt, er pflegt den Kontakt mit seiner Familie. Und Kontakt zu pflegen mit Familie ist etwas, was einen segnet. Segnet sein Guthaben, segnet sein Geld, segnet sein Leben. Ja? Und ist ein Grund, dem Paradies zu gelangen. Und das Gegenteil, wenn man nicht seine Familie pflegt, ist ein Grund, dass man ins Höllenfeuer kommt. Und daraufhin hat der Prophet gedeutet, sagte Qala alayhi salam, der Prophet hat gesagt, ittaqillaha haythu ma kunt, fürchte Allah, wo immer du bist, wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, und lass die schlechten Tat, wenn eine schlechte Tat kommt, lass eine gute Tat folgen nach der schlechten Tat, so wird sie gelöscht. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, und behandle die Menschen mit gutem Charakter. Behandle die Menschen mit gutem Charakter. So sagt hier der Imam Dhahabi, هَذِهِ وَصِيَّةٌ جَامِعَةٌ, das ist sozusagen eine allgemeine Wasiyya, eine Wasiyya, die sozusagen umfassend ist. Ja? Das heißt, alles, was bei dem Sheikh Aysam und hier erwähnt worden ist, ist eine umfassende Wasiyya. Etwas, was jemanden ans Herz legt. Fata'ammalha. Ja? Denk darüber nach. Walzamha. Und halte dich daran. Fakam min abdin salihin. Abidin lahu khuluqun za'ir. Huwa minhu fi ana wal nasu min fi bala. Hier jetzt wechselt der Imam Dhahabi auf ein wichtiges Thema, und zwar den guten Charakter. Sagt er, wie viele Diener, die sind rechtschaffen, in dem Sinne, meint er rechtschaffen in was? In der Anbetung, dass sie Allah beten, dass sie vielleicht fromm sind, Qiyam al-Layl machen und, ja. Aber
haben einen schlechten Charakter. Wie schlecht ist dieser Charakter? Er beschreibt ihn mit zwei Beschreibungen. Huwa minhu fi anha. Also der selber, der diesen schlechten Charakter hat, der hat Probleme mit diesem schlechten Charakter, der er hat. Ja, deswegen, der Prophet Muhammad sagt, wenn du deine Bosheit zurückhältst, ist eine Sadaqa. Aber wer das nicht zurückhalten kann, der hat selber Probleme mit diesem schlechten Charakter, den er hat. Ja. وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي بَلَاءٍ. Das ist die zweite Eigenschaft. Einer, der schlechte Charakter hat, der hat Probleme mit sich selber, mit diesem schlechten Charakter, der kommt niemals durch und kann niemals mit jemandem Freundschaft schließen und immer sozusagen Ärger. Und die Leute sind in sozusagen einer großen Prüfung mit ihm. Ja. Jeder will ihn vermeiden, jeder weiß nicht, was er machen will, wenn er den sieht. Ja. Aber was hat er ihnen am Anfang beschrieben? Wie viele Leute sind rechtschaffen in Anbetung? Am Salihin, Abidin. Strengt sich an in der Anbetung. Ja? Aber hat diesen schlechten Charakter, was er sich selber schadet mit diesem schlechten Charakter. Und auch die Leute sozusagen wollen mit ihm nichts zu tun haben. Ja, die sind in Bala, wenn sie mit ihm zu tun haben. Deswegen sagt der Imam al-Dahabi und subhanallah, sehr viele Aussagen von Imam al-Dahabi sind entweder ein Teil von Hadith und das weist darauf hin, wie der Imam al-Dahabi sozusagen mit den Hadithen gelebt hat, dass das schon zu seiner Wasiyya und seiner Nasiha schon drin reinkommt, ein Teil von Hadith. Oder ein Athar, eine Aussage von Umar hat er in dem Hadith, eine Aussage von Prophet Muhammad hatte in den Hadith. Sagte, فَالْخُلُقُ السَّيِّئِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلَّ الْعَسَلُ. Das ist eine Aussage vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gesagt hat, der schlechte Charakter verdirbt die Tat, wie der Essig den Honig verdirbt. Stell dir vor, du hast so einen schönen Honig, ja, jemand tut dir da drin Essig. Das verdirbt den Geschmack. Ja? Was ist der Honig? Die gute Tat. Und was ist der Essig? Der schlechte Charakter. Der schlechte Charakter verdirbt die gute Tat. Zum Beispiel, du hilfst jemandem und gibst ihm Geld und machst ihm sozusagen, machst eine gute Tat mit ihm, eine Wohltat mit ihm. Das ist eine Wohltat. Jetzt kommt dein Charakter. Zum Beispiel, sozusagen bist du fromm mit ihm, wenn du ihm diese gute Tat machst. Sagt er, was hat er? Der hat zwar geholfen, aber hätte lieber nicht geredet. Oder ich wollte sagen, nächstes Mal will ich von ihm auch, wenn er mir alles der Geld der Welt gibt, ich mit dem nichts zu tun habe. Ich will nicht diesen schlechten Charakter. Ja? Deswegen, die gute Tat wird verdorben mit was? Mit dem schlechten Charakter. Sagt er, وَرُبَّ رَجُلٍ مُسْرِفٍ عَلَى نَفْسِهِ لَهُ خُلُقٌ رَضِيٍ وَتَوَاضُعٌ قَدْ أَنْسَى هَنَاتِهِ. Also, es kann sein, dass ein Mensch, der maßlos mit Sünden, er hat sich selber sozusagen Unrecht getan, mit Sünde, viele Sünden hat er. Aber der hat einen guten Charakter. Ein Charakter, Khuluqin Radi, das heißt, dass ein Charakter, mit dem man zufrieden ist. Und hat eine Bescheidenheit, wa tawadu. Dieser gute Charakter und diese Bescheidenheit lässt einen vergessen, was er für schlechte Sachen hat. Lässt die schlechten Macken bei ihm vergessen. كَمَا أَنَّ السَّخَاءَ وَالْفُتُوَّةَ تُغَطِّي عُيُوبًا جَمْعًا. So wie zum Beispiel die Großzügigkeit. Ja? Und so, dass man sozusagen so großzügig ist, dass man den anderen vorzieht gegenüber sich selber. Ja? Das
wenn man so einen Charakter hat, dass er so großzügig ist, das verdeckt sehr viele andere Macken. Ja? Man sieht ihn sozusagen mit anderen Augen, wenn er Ihsan hat und gut, großzügig ist. Und so ist es auch mit demjenigen, der einen guten Charakter hat. Deswegen, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nehmt euch Beispiel für zwei Charaktere. Und das bestätigt, was der Imam al-Dhahabi hier gesagt hat. Wurde der Prophet Muhammad von einer Frau erzählt, die gestorben ist. Sagten die Urgesandte Allah, diese Frau, so und so, haben die genannt, wer diese Frau ist. Sie betet viel. Das heißt, nicht nur die Pflichtgebete, sie betet auch noch Zusatzgebete, Qiyam und so weiter und so fort. Ja? Und fastet viel. Fastet viele freiwillige Tage. Und macht auch viele Spenden. Aber sie schadet ihre Nachbarn mit ihrer Zunge. Taten, die gewaltig sind. Zusatztaten, Qiyam, von Qiyam al-Layl und Nawafil und viel Salah und viel Spende und viel Fasten. Jeden Tag zu fasten ist wie viel? 70 Jahre von Höllenfeuer entfernt. Aber auf der anderen Seite, sie schadet ihre Nachbarn mit ihrer Zunge. Sagt der Prophet, hier finden nach. Sie ist im Höllenfeuer. Und dann wurde über eine andere erwähnt, die gestorben ist. Sagt der Fulan, sagten die zum Prophet, Fulan. Sie wurde aber nicht von ihr viel, also ist nicht bekannt mit viel Beten, ist nicht bekannt mit viel Fasten, ist nicht bekannt mit viel Spenden. Aber sie schadet ihre Nachbarn nicht mit ihrer Zunge. Sagte, sie ist im Paradies. Deswegen kann sein, dass jemand nicht viel getan hat. Sogar, es kann auch sein, wie der Imam hier erwähnt hat, sogar jemand, der sich selber Unrecht tut, das heißt, der hat Sünde. Ja? Aber sein guter Charakter bringt ihn hoch. Sein guter Charakter gleicht aus oder rettet ihn. Der Prophet Muhammad hat von einem erzählt, der hat immer sozusagen Leuten Geld geliehen. Ja, aber er war sozusagen in Sünden, wie in einer Überlieferung, dass er keine gute Tat gemacht hat. Der macht nichts Gutes. Ja. Außer jetzt diese Tat, sagt er, wenn er die Schulden wieder zurücknimmt, hat er zu denjenigen, der beauftragt wurde, die Schulden zu nehmen, dass er ihnen sagt, wenn du jemanden siehst, dem geht es nicht gut, dann sozusagen druck ein Auge zu. Das heißt, übergeh ihm. Möge Allah uns auch so behandeln, dass Allah sozusagen uns verzeiht. Verzeih ihm. Ja? So dass Allah uns verzeiht. Dann hat er Allah getroffen und hat ihn Allah verziehen. Für was? Für Sünde, die er gemacht hat. Durch was? Durch einen Charakter. Deswegen brauchen wir den guten Charakter. Und der gute Charakter kann einiges von deinen Macken decken. Deswegen der Prophet Muhammad sagt, der Gläubige erreicht durch seinen guten Charakter die Stellung von einem, der in der Nacht betet und einer, der zusätzlich fastet. Ja, deswegen ist es eine sehr, sehr wichtige Wasiyya von dem Imam. Der ununterbrochen betet oder der in der Nacht betet? Der in der Nacht betet. Ja. In der Nacht betet.
جزاكم الله خيرا اخي الحبيب الشيخ وسام بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان شاء الله سبحانه وتعالى noch einige Worte von dem Imam al-Dhahabi رحمه الله تعالى damit wir und dadurch schließen wir inshallah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung und möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Bruder Sheikh Hussein für diese wertvollen Worte, die er gesagt hat und wie er euch vorgelesen hat, meine liebe Geschwister, das ist eine umfassende Wasiyya von Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala und man merkt, wie sie immer von den Ahadith entnommen wird. Sie wird immer, von den Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Aussagen der Sahaba entnommen. Das Letzte, womit der Autor, rahimahullah ta'ala, beendet hat, sind die Pflichten des Dieners gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, der rahimahullah, er spricht über Taqwa. Er sagt, nehme dich in Acht vor Allah subhanahu wa ta'ala, sowohl im Geheimen als auch in der Öffentlichkeit. Taqwa Allah, Gottes Furcht vor den Menschen macht man keine Sünde, aber wenn du allein bist zu Hause, wenn du zu Hause allein bist, dann musst du auch gottesfürchtig sein, musst du auch Taqwa haben. Wenn du dein Handy in deiner Hand hast und du guckst, Sheikh Hussein vorhin hat erwähnt, diese ständige Bitte um Vergebung. Wenn man sich zur Rechenschaft zieht, dann bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Stell dir vor, wie oft hast du dein Handy in der Hand. Auch wenn du nicht absichtlich zu Haram-Seiten gehst, alleine die Werbungen, die mittlerweile kommen bei YouTube und andere Apps und so weiter und das, was alles an Haram ist zu sehen, auch wenn es plötzlich kommt, dann gewöhne dich daran, Astaghfirullah zu sagen. Immer wenn man etwas sieht, was nicht zu sehen ist, dann sagt man Astaghfirullah, Astaghfirullah. Immer. Und lasse diese wiederholte Bilder kein Grund dafür sein, dass du den Istighfar nicht mehr sagst. Weil du dich daran gewöhnt hast, diese Dinge zu sehen. Manche Leute, wenn sie sich daran gewöhnen, Al-Haram zu sehen, auch wenn es nicht mit Absicht ist, dann spricht er den Istighfar nicht mehr. Subhanallah. Nein, Gegenteil. Jedes Mal, wenn du YouTube hast und kommt die Werbung und du siehst, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Eins, zwei, dreimal, egal wie viel. Hauptsache, dass du immer dass du dich vor dieser Fitna wehrst. Wallahi, meine lieben Geschwister, ist eine wichtige Angelegenheit. Alayka bi taqwallahi sirran wa i'lana. In der Öffentlichkeit und im Geheimen. Und schäme dich vor Allah auf einer ihm gebührenden Weise. Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass du dich vor Allah subhanahu wa ta'ala schiebst, auf eine Weise, die ihm gebührt. Auf eine ihm gebührende Weise. Bewahre ständig deine Demut und Furcht ihm gegenüber und wehe dir vor Hochmut und Eitelkeit. Subhanallah. Al-Ujb wa al-Dawa. Al-Ujb. Ajib, al-Ujb, das ist ein großes Problem. Wenn man sich, arrogant sich verhält wegen den guten Taten, die man begangen hat. Das ist gefährlich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Arroganz und Angeberei zugrunde gehen lassen. Du siehst jemanden mit viel Wissen, aber mit großer Angeberei, sodass er von den Menschen verhasst wird. La hawla wa la quwwata illa billah. Und er sagt, und sie werden allesamt von ihm abgeneigt sein. Und du siehst eine großzügige, spendable Person, die aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala ihre Spende ausgibt. Sie macht das nicht für Allah azza wa jal. Wie diese schwer auf die Herzen der Menschen fällt. Subhanallah. Und du siehst jemanden, der von außen ein rechtschaffener Anbeter ist, der aber mit seiner Rechtschaffenheit prahlt und sieht, wie die Herzen ihn nicht ertragen. La hawla wa la quwwata illa billah. Und du siehst jemanden, der mit der Wahrheit offenkundig schreit. Er redet die Wahrheit und er ruft dazu auf, wie er in die Selbstgefälligkeit gerutscht ist, sodass die Menschen ihn als Zielscheibe ihrer Kritik und Tadel nehmen. Und sie ihn nicht mehr mögen. Jazakumullah khair. Habibi, Allah ibarakik. Salam alaikum. Salam alaikum. Na'am, ikhwat al-Iman. Deswegen
Deswegen, das ist dieser Abschluss Nasiha, die immer vorhanden sein muss, die wir immer vor Augen behalten müssen, die Wichtigkeit von Al-Ikhlas. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Aufrichtigkeit und Ikhlas geben in unsere Taten und unsere Aussagen. Da sagt, وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِخْلَاصِ التَّامِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. Die vollkommene Aufrichtigkeit beim Wissen und Handeln, dass man immer sein Herz prüft und seine Absicht prüft, die vollkommene Aufrichtigkeit beim Wissen und Handeln, beim Sagen, Spenden, Lehren ist fundamental. Ansonsten wird das Herz des Dieners von falschen und schlechten Absichten eingedrungen und seine Wahrheit wird den Menschen entblößt. Wisse, wenn du unehrlich bist, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich bloßstellen. Das ist eine der, yani, Gesetzmäßigkeiten Allah subhanahu wa ta'ala, dass derjenige, der unehrlich ist, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn bloßstellen. Gott bewahre. Na'am. Auch wenn dies nicht sofort geschieht, sondern nach einer Weile. Wann er bloßgestellt wird, Allahu a'lam. Aber er wird auf jeden Fall bloßgestellt. Wenn also der Diener sich in manchen Zeiten wirklich aufrichtig verhält, aber in manchen anderen eher täuschend und scheinheilig, so wird er von den Menschen nur situationsbedingt geliebt werden. Allah sagt, Allah tut gewiss nicht im Gewicht eines Stäubchen Unrecht. Wenn du immer wahrhaftig bist, dann die Menschen werden dich lieben. Die ehrlichen Menschen werden dich lieben. Wenn du manchmal wahrhaftig bist und manchmal nicht, werden dich die Menschen manchmal lieben und manchmal auch nicht. Genau wie du dich mit den Menschen verhältst, gehen sie mit dir um. Genauso wie du mit den anderen, yani, genau wie du mit ihnen umgehst und deine Absicht zu ihnen ist, werden sie auch mit dir sein. Na'am. Deswegen Al-Ikhlas, meine lieben Geschwister, ist A und O. Al-Ikhlas in deinen Tat, Al-Tawheed, die Aufrichtigkeit in deiner Anbetung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt es in zahlreichen Stellen im Koran. O ihr Menschen, fürchtet Allah. Seid aufrichtig. Seid aufrichtig. Die Aufrichtigkeit in der Anbetung, das wurde jedem Gesandten und jedem Prophet befohlen. Al-Tawheed zu verwirklichen, das ist die Botschaft von allen Propheten und Gesandten. Was ist überhaupt die Bedeutung von La ilaha illallah? Dass Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine angebetet wird. Und dass man in seiner Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber aufrichtig sein muss. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine gedient wird. Das ist die Bedeutung von Tawhid. Das ist die Bedeutung von La ilaha illallah. Wenn dich jemand fragt, wenn ein Nicht-Muslim dich fragt, du lädst ihn zum Islam ein. Du sagst ihm, der Islam ist die Rettung und der Islam ist der Schlüssel zum Paradies. Dann sagt dir, wie werde ich Muslim? Du sagst ihm, indem du bezeugst La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Der sagt dir, was bedeutet La ilaha illallah? Was bedeutet La ilaha illallah? Wenn du ihm sagst, La ilaha illallah bedeutet, dass es keinen Schöpfer gibt außer Allah. Das ist richtig, aber reicht es aus? Reicht nicht aus. Die Mushrikin von Quraysh haben auch gesagt, Allah ist der Schöpfer. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Mushrikin von Quraysh, und wenn sie fragen würdest, wer die Himmel und Erde erschaffen hat, sie werden gewiss sagen, Allah hat das gemacht. Hat diese Zeugnis von ihnen zu Muslime gemacht? Nein. Warum? Weil wenn sie zur Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala alleine gerufen wurden, was haben sie gesagt? أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَأَمْرٌ عُجَابٌ. Hat dieser Gesandte, diejenigen, die angebetet werden, die das Recht der Anbetung haben, nur zum einen gemacht? Nur Allah darf angebetet werden? Das ist für wahr eine unmögliche Sache. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie als Mushrikin und Ungläubig bezeichnet. Deswegen die Bedeutung von La ilaha illallah, sie beinhaltet, dass Allah der Einzige, der Erschaffer ist. Aber sie bedeutet an erster Stelle, dass es niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und Muhammadur Rasulullah bedeutet, dass niemand das Recht hat, befolgt zu werden, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und jeder, der sein Erbe geerbt hat, sein Wissen,
Er wird befolgt aufgrund der Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Yani wenn ein Gelehrter kommt und du fragst ihn, der gibt dir eine Antwort, dann bist du verpflichtet, ihn zu folgen, weil er dir das Wissen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam vermittelt hat. Deswegen die Bedeutung von La ilaha illallah, das ist Al-Ikhlas. Und das ist Al-Tawhid. Und das ist das, womit Al-Sheikh rahimahullah seine Wasiyah beendet hat. Das ist eine schöne Endung, subhanallah. Der hat das nicht umsonst hier erwähnt, nachdem ihr diese Al-Wasiyyatul Jami'a, diese umfassende Wasiyah, er hat وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِخْلَاصِ التَّامِ. Subhanallah. Subhanallah. Wenn das nicht stattfindet, Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Person bloßstellen. Spätestens Yawm al-Qiyamah. Spätestens Yawm al-Qiyamah, wie der Sheikh vorhin erwähnt hat, er sagte, sogar wenn man seine Seele zu Feind nimmt, was bedeutet das? Yawm al-Qiyamah wird man zur Rechenschaft gezogen und er hat seine Zunge benutzt, um zu lügen. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm sagen, du hast gelogen. Und er sagt, Allah, Allah, ich habe nicht gelogen. Was wird passieren? Was wird passieren? Die Körperteile werden. Die Zunge wird sprechen. Die sagt, nein, der hat gelogen, ja Allah. Dann sagt ihm Allah subhanahu wa ta'ala, du bist mit diesen Füßen zum Haram-Ort gegangen. Sagt, ich bin, nein, Allah nicht. Seine Füße werden sprechen, sie werden sagen, nein, er ist gegangen. Seine Augen werden sprechen, subhanallah, dieser Mensch wird zu seinen Körpergliedern sprechen. Er sagt, ankum kuntu udafa, ich wollte euch verteidigen, dass ihr nicht bestraft werdet. Und ihr, yani, subhanallah, ihr seid der Grund, dass man bestraft wird. Deswegen muss man yani, Taqwa vor Allah subhanahu wa ta'ala haben, Gottesfurcht, muss man Tawhid verwirklichen, muss man Al-Ikhlas haben, muss man Al-Ikhlas haben. Und am Ende sagt der Sheikh rahimahullah ta'ala, weitere schöne Nasa'ih, weitere schöne Eigenschaften, die auch wichtig sind. Bewahre die Stille und die Bescheidenheit. Muss man nicht bei jeder Angelegenheit sprechen, jeder Ereignis. Was sagen Sie zu diesem Ereignis, die hier und dort passiert ist? Was ist deine Stellungnahme über dies und jenes? Was müssen wir? Du musst nicht über alles sprechen. Du musst nicht ein Statement über jede Sache. Das muss nicht sein. Warum hat der Sheikh über dieses Thema nicht gesprochen? Er muss nicht darüber sprechen. Er muss über Halal und Haram sprechen. Er muss über deine Religion. Er muss über das sprechen, was dich näher zu Allah subhanahu wa ta'ala bringt. Aber diese politische Ereignis oder diese Sache, die bringt dich nicht näher zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann brauchst du das nicht. Ein Sheikh oder ein Alim ist kein, Nachrichtenagentur. Manche Leute, sie denken, dass sie Ulama Nachrichtenagenturen sind. Und wenn sie nicht das machen, was wir von ihnen erwarten und mit uns umgehen, als ob sie eine Nachrichtensender wären, dann wirft man ihnen vor, dass sie die Wahrheit nicht sprechen. Und dass sie schweigen. Sie schweigen nicht. Er hat gar mit diesem Thema gar nichts zu tun. Wenn du ihm über Halal und Haram sprechen würdest und fragen würdest, der wird dir eine richtige Antwort geben. Deswegen sagte er, sei still und bleib bescheiden. Ah, das ist wichtig, subhanallah. Und schau dich selber immer mit Auge der Selbstkritik an. Es ist nicht immer, du hast immer recht und die anderen nicht. Und jemand sitzt und der kritisiert alle Arten von Menschen, an erster Stelle die Ulama. Das ist eine Trend geworden. Subhanallah. Ha? Auch wenn du von deiner Aufrichtigkeit überzeugt bist, muss man immer sich zur Rechenschaft ziehen. Schaue deine Geschwister immer mit dem Auge der Gnade, der Barmherzigkeit und der Entschuldigungssuche an. Bedeutet, subhanallah, der Sheikh Islam Taymi, rahimahullah ta'ala, er lobt Ahlul Hadith und Ahlul Sunnah, Ahlul Hadith, erinnert euch noch daran. Er sagt, Ahlul Sunnah und Ahlul Hadith, a'lamu an-nasi bil-haq, sind diejenigen, die sich am besten mit der Wahrheit auskennen, wa arhamu an-nasi bil-khalq, und diejenigen, die am barmherzigsten mit den Menschen umgehen. Auch wenn du jemanden, der Bid'ah hat, der Falschheit hat, und du warnst von ihm, du guckst ihn an mit der Auge der Gnade und Barmherzigkeit. Du warnst vor ihm, damit die Menschen von ihm nicht beeinflusst werden und damit er kein größerer Last Yawm al-Qiyamah trägt. Deswegen sagt er, rahmatullahi alayhi, schau deine Geschwister immer mit dem Auge der Gnade, der Barmherzigkeit und der Entschuldigungssuche an, denn nichts ist für dich vorzüglicher als das Unterdrücken der eigenen Gelüste und der Tadel deiner eigenen Seele. Die Bodenständigkeit, subhanallah.
Subhanallah. Razaqana Allah wa iyyaka al-inabata wa al-tawfiq. Möge Allah uns und dich zu ihm reuig zuwenden lassen und Erfolg bescheren. Sehr schöne Worte, subhanallah. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yarham al-imam al-Zahabi wa kulla ulama al-Muslimin. Möge Allah azza wa jall mit al-imam al-Zahabi in Angelegenheiten des Islam barmherzig sein und gnädig sein und uns die Möglichkeit geben, ihren Weg zu folgen und uns mit ihnen im Paradies einigen, subhanallah. Einer der Mashaykh wurde letztens gefragt. Er sagte, ich wünsche mir, einer der Wünsche, wenn man im Paradies ist, einer Sheikh Mashur Hassan al-Salman, hafizahullah, das ist einer der größten Schüler von Imam al-Albani, rahimahullah, und er unterrichtet Sahih Muslim. Der erläutert Sahih Muslim seit fast jetzt 20 Jahren oder mehr sogar. 1996 schon. Auf jeden Fall. Er sagte, ich wünsche mir sehr gerne, wenn ich, inshallah, im Paradies bin, dass ich den Imam Muslim persönlich treffe und dass ich von ihm verlange, dass er mir sein Sahih erklärt. Schaut mal diese Wunsch, subhanallah. Ich möchte eine Sitzung im Paradies mit dem Imam Muslim und er hat sein Sahih und er macht mir einen Scharh von seinem Werk. Ajib, subhanallah. Subhanallah, kriegst du alles, was du dir wünschst im Paradies? Ja oder nein? Ja. Ich will eine Sitzung, ein Ders von Imam Muslim persönlich. Der erklärt mir sein Werk. So, das ist mein Wunsch, das ist mein, wenn dies erfüllt wird, dann werde ich zufrieden. Manche Leute denken, wenn man sagt, du kriegst alles, was du dir wünschst, das ist alles Befriedigung von Gelüsten. Das ist sowieso, ja, Achil Habib, das ist yani nicht zu diskutieren, aber es gibt größere Wünsche, subhanallah. Es gibt den größten, gewaltigsten Wunsch, dass du Allah subhanahu wa ta'ala schauen kannst. Dass du den Propheten sallallahu alaihi wasallam begleiten kannst. Subhanallah. Einer der Gelehrten hat gesagt, ich werde von Allah subhanahu wa ta'ala, ich werde mir wünschen, dass Allah mir eine Bibliothek von Büchern gibt hier im Paradies, die größer als die größte Bibliothek in dieser Welt überhaupt. Warum? Weil sein Lezzah und sein Genuss und seine Zufriedenheit ist mit diesen Büchern, wo Al-Quran und Sunnah und die Worte der Sahaba zu stehen sind. Auch diese Wünsche, subhanallah. Auch diese Wünsche, wenn man im Paradies ist. Paradies, das ist ewige Freude. Versteht ihr, was ewige Freude ist? Ewige Freude. Subhanallah. Wie gewaltig das ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Ni'ma gewähren, dass man im Paradies ist. Eigentlich, das ist wie Imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, das ist unser Aufenthaltsort. Wir kommen von Paradies eigentlich. Adam a.s. war im Paradies. Iblis, der verfluchte Iblis, hat ihn daraus gebracht. Und wir wünschen gerne zurückkommen. Ibn Qayyim sagt, wir sind As-Sabi von Iblis, wir sind die Gefangenen von Iblis. Und wir bitten Allah, dass er uns von dieser Gefangenschaft befreit, sodass wir zu unserem ursprünglichen Ort zurückkommen. Deswegen muss man diese Dienerschaft verwirklichen. Wenn du Diener Allahs bist und seine Befehle und Pflichten erfüllst, du bist ein wahrer, freier Mensch. Nicht wie die anderen denken, wenn man Al-Haram macht, dann hat er sich von der Last der Religion befreit. Im Gegenteil, wenn man Al-Haram folgt, dann ist man gefangen. Was sagt Ibn al-Qayyim, und wir schließen inshallah subhanahu wa ta'ala mit diesen Worten, er sagt über diejenigen der Sünde und diejenigen, die im Kufr und Sünden gefallen sind, er sagt, harabu min al-riqi alladhi khuliqu lahu fabulu biriqi al-nafsi wa shaytani. Sie sind abgehauen von der Dienerschaft, wozu sie erschaffen worden sind, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine zu dienen, dann Allah bestrafte sie mit was? Mit der Dienerschaft zur eigenen Seele und zur Sklaverei von Iblis. Subhanallah. Harabu min al-riq alladhi khuliqu lahu fabulu biriq an-nafs wa shaytani. Deswegen, yani, ist es immer wichtig, dass man sich zur Rechenschaft zieht und über sein Ikhlas und über seine Absicht und sein Tauhid sich Gedanken macht. Und das sind yani die letzten Worte. Jazakumullah khairan für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit und für die Gastfreundlichkeit und yani den warmen Empfang für den Geschwister in dieser gesegneten Moschee. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen Ort segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch alle beschützen und eure Kinder und eure Familien segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala segnen diesen Ort
gewähren, das ist sehr schön, subhanallah. Und yani, wenn, immer, wenn man, das ist eine große Freude, wenn man immer kommt und diese leuchtenden Gesichter sieht, das ist wallahi eine große Freude. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Liebe zwischen uns, die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala sein lassen. Und jazakumullahu khairan, subhanahu wa ta'ala, muhammadin, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alameen. Barakallahu fiik, shabab, assalamu alaikum.